Was machst du da, Chico? Guck mal, sein Auge. Moin, ihr Trickser, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe euch scheinbar Chico mitgebracht. Eigentlich wollte ich heute über den Kartentrick sprechen mit dir. Wir machen ein Experiment, Schatz. Moin, liebe Trickser, erstmal. Wir machen ein Experiment. Okay. Ich möchte testen mit dir, wie gut deine Intuition ist und wie gut du intuitiv die richtige Entscheidung triffst, ohne es eigentlich zu wissen. Das würde ich gerne testen mit dir und okay. Mit Chico. Meine Hypothese ist, Vanessa wird gleich das Kartenspiel mischen. Ich werde ihr Karten vorgeben und Vanessa wird blind, verdeckt diese Karten finden. Und ihr Bauchgefühl wird richtig sein. Glaubst du, dass du das kannst? Ich glaube, dass du das kannst. Also nimm mal das Kartenspiel, misch das mal schön durch, okay? Mischen. Und wenn du möchtest, kannst du nicht nur so mischen, du darfst dir auch gerne auf den Tisch schmeißen und einen auf Kindergarten mischen machen, ja? Darfst du gerne machen. Und dann lässt du sie auch schön chaotisch auf dem Tisch liegen. Ich liebe sowas, Freunde. Das ist echt cool. Okay. Okay. Warte. Geh da noch ein bisschen hier hin. Du musst nur zufrieden sein mit dem Chaos, das du erzeugt hast. Und ja, ich bin zufrieden. Ja? Wunderbar. Sieht chaotisch aus. Alles klar. Dann hast du jetzt eine Mission. Okay. Versuch mal, die Karo 6 zu finden aus dem Kartenspiel. Okay. Und du, warte. Du nimmst dir gleich eine raus, du lässt sie verdeckt und du legst sie, mal vor mich auf den Tisch am besten. Okay? Warum vor dich? Du kannst sie auch vor dich legen, das ist mir egal. Oh Mann. Okay. Okay. Okay, du läufst jetzt die Karo 6, ja? Ja. Karte Nummer 2. Versuch mal die Kreuz 7 zu finden. Okay? Das hier ist. Ja. Die da. Das ist Kreuz 7. Okay. Und alle guten Dinge sind 3. Eine letzte noch für dich. Die Kreuz 3. Versuch mal die Kreuz 3 zu finden. Das da. Okay? Und weißt du was? Ich versuche auch noch eine Karte zu finden. Okay. Kreuz 10. Nehmen wir einfach irgendeine. Okay? Okay. Jetzt ist die Frage, ob das geklappt hat. Wir haben 4 Karten. Ja? Ja. Ich glaube, die erste sollte die Karo 6 sein. Oh, ja. Die hast du gefunden. Die habe ich gefunden. Dann hatte ich Kreuz 7 gesagt. Ja. Oh, das ist auch cool. Auch die Kreuz 7 hast du gefunden. Dann habe ich die Kreuz 3 genannt. Ja. Oh. Und auch die Kreuz 3 hast du gefunden. Ja, und ich habe aber versucht, blind die Kreuz 10 zu finden. Das hast du nicht geschafft. Das hast du doch auch geschafft. Und auch die Kreuz 10. Sehr cool. Ey, krass, dann haben wir ja voll die Skills, ey. Kannst du mir so eine Nase drauf animieren, dieses runde Nasending? Du magst den Effekt, cool. Ne? Total. Ja, schöner Effekt, oder? Das ist echt cool. Aber mäßig, das Experiment haben wir also als erfolgreich abgeschlossen. Yes. Damit haben wir eigentlich bewiesen, Vanessa hat diese Fähigkeit. Und ich auch. Und was für eine Theorie dahinter steckt, hinter dieser Fähigkeit, das verrate ich euch nach meinem neuen Intro. Ich habe eine Tradition auf meinem Kanal eingeführt. In jedem Video grüße ich einen Instagram-Follower. Sehr coole Tradition. Ja? Ich guck mal, auf was ich so markiert wurde. Guck mal, was gefällt dir davon für ein Bild am besten? Das da. Das da? Ja, dann darfst du einmal die Person, ich like einmal das Bild, du darfst einmal die Person grüßen. Thomas Geiger, liebe Grüße gehen raus an dich. _ Thomas _ Geiger _. Dankeschön, dass du mir auf Instagram folgst. Wenn ihr auch gegrüßt werden möchtet, folgt mir doch gerne auf Instagram, @MrTricksXL. Noch heiße ich da so, ich weiß nicht, es gibt keine gute Kombination mit Matthias Berger, die frei ist. Ich habe wirklich alles probiert. Das glaube ich. Das ist total kacke, ey. Mann, naja. Du verziehst dich jetzt und ich erkläre den Leuten da draußen, wie sie genau das mit ihrem Zuschauer auch nachmachen. Sehr cool. Okay, machen wir so. Danke für die Hilfe. Bro, bist ja fein. Feini. Ist dir was aufgefallen, Schatz? Nope. Den Trick habe ich dir schon mal gezeigt. Erinnerst du dich? Nope. Sehr gut. Weg mit dir. Vor einem halben Jahr bei Hai zu Hause. Wir haben ein Video gedreht mit dem Titel "Diese Zaubertricks lassen dich Johann nett" oder irgendwie sowas sagen. Boah, nett, boah. Oder ganz nett oder irgendwie sowas. Okay, tschüssi. Juhu. So, diesmal sitze ich nicht auf 2 Stühlen. Okay. Die Frage ist, wie könnt ihr das Ganze nachmachen? Theoretisch würde es reichen, dass ich jetzt einen Satz sage und ihr wisst ganz genau, was Sache ist. Wenn ihr es euch nicht sowieso schon gedacht habt, das ist ein markiertes Kopeck 310 Deck. Ja, das war das ganze Geheimnis. Danke fürs Zuschauen.
Nein, Spaß beiseite, reden wir ein bisschen über die Details. Außerdem solltet ihr sowieso dranbleiben, denn am Ende gebe ich ja den Gewinner bekannt von der Gimmick-Verlosung aus dem letzten Video. Alle, die sich jetzt fragen, was für eine Verlosung, sie stand doch nicht im Titel. Tja, ich mache ab und zu Verlosungen nur für treue Zuschauer, die dann so inmitten der Videos oder inmitten meiner Twitch-Streams auftauchen und die man nur mitkriegt, wenn man aktiv zuschaut. Also, das Ganze ist natürlich ein markiertes Kartenspiel. Ich verlinke euch genau das in der Videobeschreibung. Es gibt auch noch einige andere sehr gute markierte Kartenspiele, auch die verlinke ich euch unten. Aber kommen wir jetzt zur Methode dahinter. Ihr habt gerade eine ganz normale, billige Standardpräsentation davon gesehen. Ihr könnt hieraus wirklich eine schöne Nummer machen, das sage ich euch immer wieder. Ich erkläre euch hier nur die Methode, aber daraus eine wirklich schöne Nummer zu machen, das überlasse ich jedem einzelnen von euch. Bitte lasst euch nicht immer irgendwas vorkauen von irgendeinem Typen im Internet und macht das 1:1 so nach, sondern steckt da wirklich eure eigenen Ideen rein. Macht euer Skript daraus. Vanessa hatte die Karten auf dem Tisch, schön durchgemischt, bla bla bli bla blub, und dann lag da ein Haufen Karten. Und es hat einen bestimmten Grund, dass ich ihr die Karten vorgegeben habe und sie nicht selbst die Karten nennen konnte. Der Grund ist das ganze Prinzip, auf dem dieser Effekt basiert, und dieses Prinzip heißt das One-Ahead-Prinzip. One-Ahead ist Englisch und bedeutet auf Deutsch immer einen Schritt voraus. Eins voraus. Was meine ich damit? Nachdem mein Zuschauer die Karten jetzt so auf den Tisch gemischt hat, merke ich mir direkt unauffällig eine der Karten. Ich kann ja die Rückseiten lesen. Es ist ja ein markiertes Kartenspiel. Ganz fix, das bedeutet, ich weiß anhand der Rückseite, dass das hier die Karo 8 ist. Okay? Und ich weiß auch, dass das hier der Karo Bube ist. Und das hier ist die Herz Dame. Und das hier ist die Herz 2. Und so weiter. Okay? Das ist der Sinn eines markierten Kartenspiels. Wie man genau die Markierung liest, das kriegt ihr mitgeliefert, wenn ihr so ein Deck bestellt. Im Regelfall sollte das zumindest so sein. Bald unsere Somnium Edition, die im Sommer kommt, die Eden Edition, da wird es auf jeden Fall so sein. Wir legen eine Add Card bei. Das heißt, ganz normal im Deck drin, wenn ihr das rausholt, dann ist da drin eine Karte, auf der eine schöne Tabelle ist, wo ihr ganz genau alle 4 Symbole und alle 13 Werte ablesen könnt. Aber genauere Infos zu Eden Edition wird es in dem Infovideo geben. So, anhand der Markierung weiß ich jetzt also bei jeder Karte, die hier auf dem Tisch liegt, um welche Karte es sich dabei handelt. Ich merke mir am besten, wenn ich hier rechts so sitze, eine Karte, die relativ nah bei mir liegt, damit ich gleich blind reingreifen kann und eine rausnehmen kann. Sagen wir, der Zuschauer hätte so gemischt. Hier sehe ich die Herz 10 gerade. Die ist genau griffbereit, die kann ich blind so rausnehmen. Also merke ich mir jetzt Herz 10. Und ich sage jetzt auch zum Zuschauer, okay, wähl mal blind eine Karte raus, wo du glaubst, es wäre die Herz 10. Ich weiß also, solange er nicht die hier nimmt, dass jede andere nicht die Herz 10 ist. Ist absoluter Blödsinn, den ich hier erzähle. Und genau das will ich auch. Ihr werdet sofort erfahren, warum. Sollte der Zuschauer genau die Karte treffen, die Herz 10, umso besser, dann sage ich, okay, dreh die Karte um. Und es ist die Herz 10 und der Zuschauer rastet jetzt schon aus und ihr könnt jetzt als zweite Phase zu einer Routine sagen, okay, pass auf, jetzt machen wir es aber anders. Jetzt wählst du die Karten aus, ohne sie umzudrehen. Wir bauen jetzt Spannung auf und wir gucken dir uns ganz zum Schluss an, ob du damit richtig lagst. Ja, das ist das Best-Case-Szenario, wenn der Zuschauer direkt eure gemerkte Karte zieht. Aber das hat er gemacht. Er tut die Herz 10 woanders hin und er soll jetzt im zweiten Run das Ganze so machen, wie ihr es gerade in meiner Präsentation gesehen habt. Hier sehe ich gerade die Karo 5. Die liegt perfekt, dass ich sie gleich blind greifen kann. Ich sage also, greif mal blind nach einer Karte, wo du glaubst, es könnte die Karo 5 sein. Und der Zuschauer nimmt irgendeine Karte. Er schaut sie sich ja nicht an, er legt sie beiseite und in dem Moment, wo er sich sie nimmt, muss ich schon die nächste Markierung lesen. Das hier ist die Karo 8, wie ihr sehen könnt. Und ich sage, alles klar, das war Karte 1, Karo 5. Jetzt versuch mal, die Karo 8 zu finden. Und jetzt seht ihr, was ich meine mit One Ahead. Jetzt seid ihr euren Zuschauer einen Schritt voraus. Ihr wisst immer schon die vorherige Karte, die er gezogen hat, behauptet aber, es wäre die nächste. Ihr seht also, diese Rechnung ergibt so lange Sinn, bis wir am Schluss angekommen sind. Und am Schluss müssen wir aber die erste Karte nennen. Und das ist ein bisschen tricky und dazu kommen wir sofort. Also, Karo 8 hat der Zuschauer gewählt, er glaubt aber, er hätte die Karo 5 gewählt. Okay, als zweites, such mal die Karo 8. Er nimmt diese Karte hier, was jetzt hier die Herz 2 ist. Alles klar, jetzt könnten wir schon beenden. Ich bin aber eher ein Fan davon, den Zuschauer noch eine dritte ziehen zu lassen. Dann such doch mal eine, die die Herz 2 sein könnte. Ja, weil ich weiß, dass er gerade die Herz 2 ausgesucht hat. Er sucht sich hier beispielsweise die Herz 4.
Wir legen sie hin und jetzt hat der Zuschauer drei Karten ausgewählt. Und damit das One-Ahead-Prinzip, das ist ja ein Kreislauf, damit dieser Kreis sich schließt, muss jetzt, und das ist, finde ich, ein Schwachpunkt an diesem Effekt, und es gibt andere Effekte, die deutlich stärker sind als das, wo ich den Kreis nicht so umständlich schließen muss, beziehungsweise so unglücklich. Jetzt muss ich als Zauberer nämlich eine Karte wählen, und zwar genau diese Karo 5, damit das überhaupt Sinn ergibt damit, dass ich gerade schon gesagt habe, er hätte die Karo 5 gezogen. Ich könnte ihn natürlich jetzt 10 Karten ziehen lassen und am Ende ist einfach ein Fehler drin gewesen. Okay, könnte man machen. Aber schöner ist es natürlich eigentlich, wenn man eine 100%ige Trefferquote hat. Und deswegen sage ich, boah, weißt du was, ich will es auch mal versuchen. Ich will mein Glück auch versuchen. Ich probiere und jetzt sage ich die letzte, die er gezogen hat, die Herz 4. Ich probiere mal die Herz 4 und ich greife blind nach der Karo 5. Nehme sie mir und alles, was ich jetzt noch tun muss, ist es so verkaufen, dass das hier nicht die letzte ist, sondern die erste Karte. Das kann ich ganz einfach lösen. In meiner Performance gerade habe ich es ein bisschen umständlicher gemacht. Ihr könnt es ganz einfach lösen, indem ihr jetzt die letzte Karte, die Karo 5, in eurer Hand behaltet, die Karten vom Zuschauer nehmt, mit ihm sprecht und sagt, okay, wir haben es jetzt versucht. Im Offbeat führe ich das Ganze so zusammen, dass mein Zuschauer glaubt, ich würde die Karo 5 oben drauf legen. Eigentlich lege ich aber seine Karten auf meine drauf, okay? Jeder von uns hat jetzt ein paar Karten gewählt und das war's schon. Ich lege die Karten des Zuschauers auf die Karo 5 und kann jetzt sagen, okay, als erstes hattest du versucht, die Karo 5 zu finden. Nehme die unterste Karte, was ja die erste ist. Bam, Treffer. Als zweites hattest du die Karo 8 versucht. Bam, Treffer. Das Coole ist, es wirkt auf den Zuschauer so, als hättet ihr das perfekt auswendig gelernt, alle vier Karten. Ihr könnt aber auch jetzt in diesem Moment noch die Markierung lesen und sagen, okay, Herz 2 war die nächste. Bam. Und ich hatte versucht, die Herz 4 zu finden. Bam. Alter, haben wir das nicht gut hingekriegt. Das ist die Methode. Worauf achtet ihr bitte? Gut zuhören. Bitte achtet darauf, dass ihr das Lesen der Markierung und das laute Aufsagen dieser Markierung, dass ihr das zeitlich voneinander trennt. Sag nicht, okay, nimm mal die Karo 4. Und der Zuschauer nimmt eine Karte. Okay, nimm mal die Kreuz 8. Das ist jetzt völlig übertrieben, aber ihr wisst genau, was ich meine. Achtet darauf, dass ihr dem Zuschauer in die Augen guckt oder ins Publikum guckt, in den Momenten, wo ihr die Karte nennt. Ihr müsst euch also für ein paar Sekunden eine Karte merken können. Das ist die einzige Voraussetzung hier. Ihr braucht keine Fingerfertigkeit, gar nichts. Der einzige Move, den wir machen, ist der hier. Das ist der einzige Move. Übrigens, vorhin in meiner Performance habe ich es dann einfach so gemacht. Okay, wir hatten 1, 2, 3, 4, 5, wir hatten 6 Karten und da habe ich einfach die unterste oben drauf gelegt. Kann man auch machen, das spielt keine so große Rolle, aber besser wäre es, wenn ihr das hier macht. Ja, das ist der bessere Move. Also achtet darauf, wenn ich das Ganze jetzt hier präsentiere, mein Zuschauer sitzt neben mir, ich merke mir diese Karte hier, das Pik Ass. Versuch mal erstmal, ja, die einfachste Karte ist eigentlich das Pik Ass. Das ist so die Hauptkarte aus dem Kartenspiel. Versuch mal, das Pik Ass zu wählen. Okay, ich schaue währenddessen die ganze Zeit auf meinen Zuschauer oder ins Publikum, während ich diese Ansage mache. Der Zuschauer wählt eine Karte. Ich lese jetzt die Markierung. Es ist hier wieder die Herz 2. Er wählt die Karte. Ich lese in dem Moment, wo er die Karte nimmt, schon die Markierung und verfolge die Karte gar nicht mit meinem Blick. Er legt sie zu sich. Ich schaue die Karte nie wieder an. Sobald ich die Markierung gelesen habe, darf ich die Karte auf keinen Fall angucken, damit der Zuschauer nichts verdächtigt und wirklich dieser zufällige Flow entsteht. Okay, als nächstes Herz 2. Versuch mal die Herz 2 zu finden. Okay, das ist das Allerwichtigste dabei. So funktioniert dieser wunderschöne Effekt. Und jetzt wechseln wir noch rüber zu mir in mein Aufnahmezimmer und losen den Gewinner aus. So Freunde, was ihr gerade gesehen habt, haben wir gestern aufgenommen. Jetzt haben wir Sonntag 11.22 Uhr, an dem Tag, wo ich das Video hochlade. Ich habe noch 7% Akku hoch. Losen wir den Gewinner aus. Ich habe dazu hier den YouTube Random Comment Picker und da fügen wir jetzt den Videolink ein und klicken auf Load Comments. Es haben 1476 Leute kommentiert. Die werden jetzt alle hier erstmal eingelesen. Die Bedingung war ja, bitte einfach einen Kommentar schreiben. Bei mehrfach Kommentierungen, da fallt ihr leider raus aus dem Pod. Er hat jetzt alle reingeladen. Ich klicke auf Randomly Pick Winner und es handelt sich dabei um Joho Lefo. Ich finde dich richtig cool und feiere deine Streams richtig. Dankeschön. Gehen wir mal auf seinen Kanal oder ihren Kanal. Okay, mit diesem Profilbild hier. Ich habe ja jetzt den Link zum Kanal. Das kann jetzt also keiner faken. Lieber oder liebe Joho Lefo, ich würde dich bitten, hier unter diesem Video entweder deinen Instagram-Namen zu kommentieren, falls du hast, oder deinen Twitch-Namen. Da
könnten wir flüstern. Falls du Snapchat hast, deinen Snapchat-Namen. Falls du Twitter hast, deinen Twitter-Namen. Ich habe all diese sozialen Medien. Ich habe sogar Facebook. Schreib bitte in die Kommentare rein, wie ich dich kontaktieren kann. Es gibt auf YouTube keine privaten Nachrichten mehr. Ich weiß nicht, warum sie das rausgenommen haben. Das macht es echt saumäßig unpraktisch für solche Giveaways. Deswegen kommentier bitte deine Daten, unter denen ich dich kontaktieren kann. Herzlichen Glückwunsch zu Dully Noted. Ist ein echt cooler Effekt. Und alle, die nicht gewonnen haben, einfach aktiv dranbleiben, Freunde. Solcher Verlosungen wird es jetzt immer wieder geben. Und als kleinen Leckerbissen für die aktiven Zuschauer habe ich jetzt noch eine kurze Szene. So sieht das aus, wenn man die Kamera startet, sich hinsetzt und mit Vanessa ein Video drehen will. Und jetzt drehen wir ein Video. Habe ich recht, Schatz? Nee, ist gelogen. Ist ja, ready? Kurz speichern. Jetzt glänzt noch mal kurz. Glänze. Das geht nicht. Das schneidest du raus. Das kommt alles ins Video rein. Die Insta-Story, das Glänzen. Nein. Dass die Leute mal sehen, was es bedeutet, mit einer Frau zusammen ein Video aufzunehmen. Beziehungsweise mit Nessie. Ich sage ja nicht, dass alle Frauen so sind. Habe ich die Lippen schon anziehen? Nein. Okay, wir können draus losnehmen. Mein lieber Trickster und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Das müssen wir jetzt mal richtig machen. So. Okay. Ja, genau so. Jedes einzelne Mal. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen um 14 Uhr zu einem neuen Video. Bis dann in alter Frische. Euer Matti und ciao.